R-E-W-I-N-S-I-D-E. Nein, das heißt deine Schnauze! Yo, Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderbaren neuen Video. Was geht, Leute? Was geht? Ich habe heute Folgendes überlegt, denn es gab mal ein paar lustige Sachen, die ich damals schon extrem abgefeiert habe. Und diese lustigen Sachen würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar ist es mal wieder, ja, ich weiß, es tut mir leid, ein Subreddit, was ich euch gerne vorstellen möchte, meine Freunde. By the way, befindet sich jetzt in der Videobeschreibung mein eigenes Subreddit, meine Freunde. Dafür erstmal einen großen Applaus. Einen unglaublichen Applaus bitte dafür, dass ich es geschafft habe, binnen 2 Wochen ein eigenes Subreddit zu erstellen. Beziehungsweise jemanden gefunden habe, der mir dabei helfen kann bei der Erstellung. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Ladet euch die Reddit-App am besten runter, joint da rein. Und nein, das ist kein Produktplacement. Ich finde einfach die Plattform Reddit extrem dope und ich bin mir sicher, dass ihr sie auch lieben lernen werdet. Also, meine Freunde, kommt da rein. Da werden wir gemeinsam ein paar lustige Sachen eruieren, Dinge posten und gemeinsam und machen. Wird auf jeden Fall extrem, extrem nice. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung, Leute. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ihr alle mal in Subreddit eintretet. So, genug der Eigenwerbung, Leute. Das Subreddit, was ich euch heute vorstellen möchte, ist Old People Facebook. Und da gab es schon 10.000 andere Videos, aber noch keins in der deutschen Sprache. Ist jetzt dein Ernst? Raus jetzt, Mann! Ich hasse das. Oh, verdammte Scheiße. Old People's Facebook, meine Freunde. Wie benehmen sich Oma und Opa auf Facebook? Was posten die da so und was machen die? Jetzt ganz kurze Vorwarnung. Die meisten Screenshots, die ich jetzt hier habe, sind auf Englisch. Ich glaube sogar 100% davon sind auf Englisch. Ich werde ihr natürlich mit meinem besten und reinen Oxford-Englisch für euch übersetzen, meine Freunde, sodass ihr ganzen Holztrotteln, die kein Englisch sprechen, das Ganze auch verstehen können. So, ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten Screenshot. All because I said no to Bingo. Nein. Okay, hier hat jemand zu seinem Opa geschrieben, ich habe keinen Bock mit dir Bingo zu spielen. Opa hat ihn angerufen und beleidigt ihn dann als Coward. Ich glaube, Coward ist sowas wie ein Dummkopf, irgendwie sowas. Kann man auf jeden Fall machen. Zum Anfang auf jeden Fall ein kleines von meiner Seite hier. Ja, ich weiß nicht. Das scheint eine Facebook-Gruppe zu sein. Da hat einfach jemand ein Bild von dem Kind reingeschickt und Grandpa hat einfach nur geschrieben, okay. Ja, also der Opa hat das Kind gesehen und schreibt einfach nur, okay. Opa scheint dann nicht so viel Mitgefühl und Empathie entwickelt zu haben für dieses Kind. Wird auf jeden Fall eine schwere Zeit für das kleine Ding. Hier gibt es eine Event-Veranstaltung auf Facebook. Free Event Solar Eclipse Party, das eine Sonnenfinsternis stattfindet, meine Freunde. Und da steht jetzt, Most kids go back to school that day. Can it be done on the weekend? Ja, gut, da hat jetzt halt eine alte Frau gefragt, ob es eventuell möglich ist, diese Sonnenfinsternis einfach aufs Wochenende zu verlegen. Darunter schreibt einfach jemand, did this lady just ask to reschedule the sun? Kann man ja mal versuchen, meine Freunde. Ich weiß halt nicht, ob das möglich ist, irgendwie der Sonne vielleicht ein kurzes Signal zu geben. Ey, wenn es irgendwie möglich ist bei dir da oben, vielleicht ein paar Tage später Sonnenfinsternis, wäre es super, weil die ganzen Leute sind ja in der Schule und die müssen ja lernen, das ist wichtig. Ja, auf jeden Fall kleines von meiner Seite an der Stelle. Ihre Großtante wird 69 und sie schreibt einfach auf Facebook, 69 ist gar nicht so schlecht, vielleicht solltet ihr das auch mal alle ausprobieren. Und da steht dann ein Kommentar drunter. Ist das eine Art zu sagen, dass du 69 heute wirst? Falls ja, dann Happy Birthday auf jeden Fall. Dass man mit 69 auch etwas anderes verbindet als eine reine Zahl, das sollte euch allen geläufig sein. Ja, kann man auf jeden Fall auf Facebook so rausknallen. Warum nicht? Ich meine, gerade wenn man halt 69 Jahre alt ist, dann sollte man auf jeden Fall solche Lebensweisheiten definitiv mit den jüngeren Leuten teilen. Price for applesauce at Walmart. Applesauce, Price Walmart. Price for apples... Google.com. Thank you. Love, Grandpa. Er hat einfach auf Facebook die ganze Zeit den Preis für Apfelsoße gesucht, den es im Walmart zu kaufen gibt und hat einfach seinen kompletten Feed samt seiner Kommentarsection damit vollgespammt. Er hat es einfach benutzt wie Google und dann hat seine Enkelin wahrscheinlich dann runtergeschrieben. Hier ist der Link, Brudi. Bitteschön. Facebook ist halt nicht Google, ne? Das... Ja, diese alten Leute. Ja, bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich alt bin. Just sending a note to say I love you. Oh, I love you too. Accident. Good night. Oh. Das war... ihr Vater und er hat es nicht mit Absicht geschrieben. Er hat ihr eine Notiz geschickt, ein Bild quasi, wo drauf steht, just sending you a note to say I love you. Sollte man übersetzen können im Kopf, ich mach's trotzdem mal für die Dummköpfe unter euch. Eine kleine Notiz am Rande, ich liebe dich. Und dann sagt seine Tochter, oh, guck mal, wie schön ist das denn mit deinen tollen Telefontricks, die du alles drauf hast. Und der Vater schreibt, war ein Versehen, gute Nacht. Ja, tut auf jeden Fall weh. I would like to fuck you tonight, baby. Was zum Teufel? Er hat einfach Hot Sex Porn updated zur Profile Picture und er hat es einfach auf Facebook
Facebook öffentlich geshared. Oh mein Gott. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Es gab früher mal die Funktion auf einer einschlägigen Erotik-Plattform, die ich jetzt hier nicht weiter betiteln werde, dieses Video direkt auf Social Media zu teilen. Und das haben wir früher ganz oft bei Kollegen von uns gemacht, die dann einfach die ganze Zeit irgendwelche seltsamen Videos auf ihrer Facebook-Timeline hatten. Extrem stark auf jeden Fall. Hier vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Der Vater hat auf jeden Fall dieses Bild einfach gepostet und hat gesagt, ich würde gerne heute Abend mit dir den Verkehr ausüben, wenn man das mal so betiteln darf. Und der Sohn oder die Tochter schreibt drunter, yo, Papa, das kann hier jeder auf Facebook sehen, das ist öffentlich. Extrem, extrem steil auf jeden Fall, extrem steil. Ah, look what up came up in my memories, so cute. Okay, das ist ein kleines Kind, was auf Facebook gepostet worden ist und hat jemand drunter geschrieben, my gosh, he's so damn cute, I want to punch those little pudgy cheeks. Ist das die Oma, die da drunter geschrieben hat, ich würde gerne das Gesicht und die kleinen fetten Backen dieses Kindes schlagen? Falls ja, dann GG auf jeden Fall an diese alte Dame, die... Ja, Respekt auf jeden Fall, Respekt. Merry Christmas, Grandma. Thank you for the present. Love you. Das ist genau das. Das ist genau so eine Sache, die ich an meine Oma auch mal geschickt habe. Ich habe mal Happy Birthday meine Oma geschickt. Und meine Oma hat ein Sprachmemo versucht zurückzusenden über das Handy meiner Tante, weil meine Oma hat kein Smartphone. Und sie hat das Sprachmemo ist so... Wo ist denn jetzt Sebastian? Und dann war die Sprachmemo vorbei. Also in dem Sinne, ich habe mich auf jeden Fall darüber das Dankeschön gefreut. Hier nochmal ganz kurz zur Übersetzung. Frohe Weihnachten, Oma. Dankeschön für das tolle Geschenk. Liebe dich. Und Oma schreibt einfach zurück. Sergedev! Ich meine, vielleicht ist das doch irgendeine Sprache, die in irgendwelchen Ländern gesprochen wird. Aber ja, was soll ich sagen, Alter? Sergedev to you too, Grandma. Sergedev auch in dem Falle an dich, Leute. Extrem steil. Hat Grandma auf jeden Fall einfach mal auf ihre Tastatur gekackt. Ich muss ja zur Verteidigung dieser Leute sagen, ja. Ich kann das nachvollziehen. Die Tasten auf dem Smartphone-Bildschirm sind ja so dermaßen klein, dass ich das verstehen kann, wenn halt mit eventuell alten Händen dieses Ding zu beherrschen, auf jeden Fall fetten Respekt dafür. Ich will mich auch gar nicht lustig, liebe Leute, machen. Ich finde einfach nur diese ganzen Dinge, die da online passieren, so dermaßen funny. Having a bad day, click to watch. Management. Die haben das einfach ausgedruckt, einen Link. Jetzt würde ich gern wissen, was das ist. Wartet mal ganz kurz. / watch. Und es ist Funny Cats. Ja, damit hätte ich auch rechnen können an dieser Stelle. Dicken Respekt an das Management hier, die einfach gedacht haben, einen Link auszudrücken wäre eine gute Idee. Lustige Katzen verschönern auf jeden Fall nicht meinen Tag. Das kann ich definitiv sagen. Hier haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein extrem gutes, Leute. A woman died and her four children were injured in a car crash after the valley. Sharon hat dann einfach drunter geschrieben unter diese Nachrichtenmeldung von einem Unfall, wo eine Person gestorben ist und 4 weitere Kinder wohl verletzt worden sind. Einfach nur bye. Und dann hat sie drunter geschrieben, tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich das wegmache, ich bin gerade noch am Lernen. Sie hat einfach diesen Hund dahin gemacht und der einfach sagt, bye. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Das ist auch wieder ein perfektes Beispiel für alte Leute, die sich auf Facebook bewegen. Mein Facebook ist viel zu klein, ich brauche es irgendwie größer, helft mir bitte. Und dann hat jemand drunter geschrieben, ich like auf Facebook immer christliche Seiten, Geonology, PG, weiß nicht, was es ist, Musikseiten, was meins einfach ein bisschen größer macht im Gesamten. Ja, tut mir leid, ich meine nicht sowas, sondern ich meine halt, wie ich den Text größer bekomme, weil ich habe keine Ahnung, mein Text ist zu klein, ich kann es nicht lesen. Da haben halt 2 Leute einfach komplett aneinander vorbeigeredet, die vielleicht ein bisschen senil gewesen sind, aber eigentlich ganz süß, so dieses, Hilfe, mein Facebook ist zu klein, wie kriege ich es größer? Du musst einfach Musikseiten liken, vielleicht noch ein paar christliche Kirchenseiten und schon ist ein ganzes Facebook-Universum viel, viel größer. Nee, Bruder, ich meine eigentlich, warum mein Text... so kleines. Da hat ein alter Mann einfach an die Seite von Walmart geschrieben. Ich habe 10 Jahre für Walmart gearbeitet. Dann schreibt Walmart zurück. Wow, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir sind echt froh, dass du dabei gewesen bist. Und dann schreibt er einfach drunter, shut up. Sowas wie Halsmaul. Extrem feierbar. Wie kommt man denn dazu? Wieso schreibt man das an die Walmart-Page? Und dann schreibt man das. Geht nicht in meinen Kopf rein. Hier hat eine alte Frau namens Deborah in God, another gay group. Sie hat gedacht, das wäre eine christliche Gruppe. Sie hat geschrieben, ich sah Gott im Namen der Gruppe und ich dachte, das wäre eine christliche Gruppe. Ich finde Homosexualität nicht angebracht und unterstütze das nicht. Kann mich jemand bitte aus der Gruppe schmeißen? Auch extrem geil. Einfach zu sagen, oh, da steht Gott in der Gruppe. Hä, das muss ja dann eine christliche Gruppe sein. Und dann reinzugehen, zu sehen, dass es natürlich alle Schwule sind. Belastend auf jeden Fall für sie gewesen. Please don't send any more postings. It's taking up all my Facebook. Da hat sich jemand einfach...
über Instant Pot Community drüber beschwert in der Seite, also bei dieser Gruppe, dass die Leute nichts mehr posten sollen, weil das natürlich das ganze Facebook zuspammt. Ist ja auch klar. Dann sollen die einfach aufhören zu posten. Macht doch Sinn, oder? Also jetzt nochmal ganz kurz abschließend. Ich möchte auf jeden Fall keine alten Leute diffamieren oder mich über die lustig machen. Ich finde es einfach nur extrem cool zu sehen, dass diese alten Leute auf jeden Fall in diesem Online-Universum unterwegs sind, sich da selber irgendwie ein bisschen versuchen zurechtzufinden. Das sind auf jeden Fall so kleine Patzer, definitiv vertretbar. Nochmal ganz kurz vielleicht hier der Hinweis an euch, wenn ihr vielleicht merkt, dass eure Großeltern oder vielleicht sogar eure Eltern, denn das merke ich teilweise tatsächlich auch, Probleme haben mit der Handhabung von technischen Geräten oder sowas, helft ihnen einfach dabei. Das ist das Einfachste auf der Welt. Geht einfach hin, macht euch nicht darüber lustig, weil ihr habt auch irgendwann mal gelernt, damit umzugehen und vor allen Dingen seid ihr damit aufgewachsen. Diese Leute sind das nicht. Dafür können diese Leute 10.000 andere Sachen, die wir nicht können, und ich glaube, das ist ein ganz schöner Satz, um dieses wunderschöne Video zu beenden, meine Freunde. Nehmt diesen Konsens mit nach Hause und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video und kommt auf jeden Fall jetzt sofort in mein eigenes Subreddit. Macht's gut, meine Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.